Sie! Ja, Sie! Hallo! Guten Tag, ja? Sie, guten Tag, ja? Sie suchen bestimmt ein Weihnachtsgeschenk, was? Ja, passen Sie mal auf, da haben wir bestimmt was für Sie. Hier zwei tolle Geschenke, mit denen man seine Freunde erreichen kann. Der Skull und dieser Kratzer. Beide übrigens ohne monatlichen Grundpreis. Sie? Ja, Sie. Wissen Sie, wo der Weihnachtsmann Urlaub macht? Hm? Ja, auf der Osterinsel. Witzig, Leute, ist das nicht witzig? Jedes Jahr der gleiche Heckmeck. Sollen wir nun kaufen oder selber machen? Selber machen, natürlich. Sie machen sich selber auf den Weg und holen sich D1. Ja? Kommt ein Weihnachtsmann zum Bäcker und sagt, ich hätte gern 99 Christstolle. Ja, sagt der Bäcker, warum nehmen Sie gleich 100? Sagt der Weihnachtsmann, ja, wer soll die denn all essen? Witzig! Witzig ist das hier! Witzig! Heute verraten wir, wie aus dieser alten Langspielplatte doch noch ein cooles Weihnachtsgeschenk wird. Mit Skull. Das ist ja nicht schlecht hier. Hier gibt's ganz bestimmt vernünftige Weihnachtsgeschenke, ja? Da müssen Sie mal nachgucken. Überall Weihnachtsgeschenke, wo Sie hingucken, ja? Mit diesen Brillen können wir Ihre Geschenkideen sehen. Hoffentlich haben Sie das noch nicht gekauft. Hätten Sie lieber D1. Da haben Sie was Vernünftiges. Ja. Leute, wisst ihr, warum die Weihnachtsmänner schwarze Stiefel anhaben? Hm? Ja, damit sie sich im Schnee sich nicht gegenseitig auf die Füße tappen. Das ist doch witzig hier. Doch witzig. Leute, lasst euch nicht von der Reklame beeinflussen. Schenkt einfach Skoll. Kennen Sie den? Nö. Ich auch nicht. Der Herr Dorn aus München schreibt, wir würden immer nur D1 empfehlen und Kritik einfach unterdrücken. Aber Herr Dorn, sowas würden wir doch nie tun. Sie? Ja, Sie? Hallo? Ja? Guten Tag, ja? Sie suchen bestimmt ein Weihnachtsgeschenk, was? Ja, passen Sie mal auf, da haben wir bestimmt was für Sie. Heute verraten wir, wie aus einer Bärenfellmütze doch noch ein tolles Weihnachtsgeschenk wird. Mit Skoll. Kommt ein Weihnachtsmann zum Bäcker und sagt, ich hätte gern 99 Christstolle. Ja, sagt der Bäcker, warum nehmen Sie gleich 100? Sagt der Weihnachtsmann, ja, wer soll die denn all essen? Witzig! Witzig ist das hier! Witzig! Psst! Wir überlegen gerade, was man außer D1 noch schenken kann. Das ist doch wieder nichts. Das ist ja nicht schlecht hier. Hier gibt's ganz bestimmt vernünftige Weihnachtsgeschenke, ja? Da müssen Sie mal nachgucken. Überall Weihnachtsgeschenke, wo Sie hingucken, ja? Silvi aus Bremen fragt, ob man sich unbedingt einen Skoll wünschen muss. Na, also, hörst du mal, Silvi? Zwei sind vielleicht doch zu viel. Leute, wisst ihr, warum die Weihnachtsmänner schwarze Stiefel anhaben? Hm? Ja, damit sie sich im Schnee sich nicht gegenseitig auf die Füße tappen.